Ja, moin moin und herzlich willkommen zu diesem 5-Minuten-Update und das letzte für dieses Jahr 2020. Ist echt der Wahnsinn, ne? Wie schnell das Jahr vorbeigeht. Ne? Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, das letzte. Ich lasse es dieses Jahr oder beziehungsweise das letzte 5-Minuten-Update, lassen wir mal so ein bisschen ruhiger angehen. Ich kann euch sagen, ich werde jetzt in diesem 5-Minuten-Update noch nicht so viel verraten, was diesen Monat so alles in Videos kommt. Es sind aber mehr als gewöhnlich. Also ihr könnt so mit 2 Videos die Woche rechnen. Von vornherein möchte ich euch mal fragen, was mit euch nicht stimmt. Also wie soll ich sagen? Es gab jetzt schon 2-mal ein 5-Minuten-Update, wo die Gewinner der Mr. Handwerk-Tasse sich nicht gemeldet haben. Ihr habt immer so 30 Tage Zeit, sprich zum nächsten 5-Minuten-Update. Und die letzten beiden Male, ich glaube die letzten beiden Male, haben sich die Leute nicht gemeldet. Wenn du so eine Tasse haben möchtest, den Gewinner vom letzten Update blende ich jetzt mal hier ein. Wenn du so eine Tasse haben möchtest, einfach Hashtag Tasse und mit etwas Glück kannst du dich dann zum 1.1.2021 hier wiedersehen als Kommentar und hast dann die Möglichkeit, dir eine schwarze oder eine rote auszusuchen. Die Tassen gibt es übrigens nicht zu erwerben, also noch nicht. Ich bin gerade dabei, meine Homepage aufzubauen und eigentlich sollte sie jetzt auch online gehen, aber das verzögert sich so ein bisschen. Seid gespannt. So, dann hatte ich ja im letzten Update angesprochen, dass ich jetzt eine Amazon-Wunschliste einführe bei mir in meinen Videos. Sprich, weil die Anfragen wirklich verhäuft sind, dass uns Leute, also Steffi und mir, irgendwas Gutes tun wollen, etwas zukommen lassen wollen, sich bedanken wollen für ein tolles Projekt. Und ich konnte jetzt leider nicht sehen, wer das Ganze geschickt hat. Auf jeden Fall hat jemand uns 2 Packungen von diesen Crispy Rolls Milky Way zukommen lassen. Und ja, die sind schon auch mittlerweile leer. Also wir haben schon fleißig gefuttert. Recht viel, also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich darüber mega gefreut. Und das Lustige ist, ihr kennt die wahrscheinlich noch, ne? Die Kinder aus den 90ern, da kann das, glaube ich, raus. Und wisst ihr, was Steffi, ihre Tochter, gesagt hatte? Kriege ich noch ein Mickey Way? Ich glaube, Mickey Way oder so hat sie gesagt. Da musste ich so lachen. Und dann ist mir eigentlich eingefallen, ja, das kennen gar nicht die kleineren Kinder heutzutage, diese Süßigkeiten. Aber woher auch, ne? Recht herzlichen Dank. Also unten findet ihr eine Amazon-Wunschliste. Da sind wirklich ganz Kleinigkeiten drin, ne? Also für 1-2 Euro, symbolisch jetzt ausgedrückt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja gerne was zukommen lassen. Ja, im letzten Monat hatte ich euch gezeigt gehabt, wie man einen Klick-Vinylboden verlegen kann. Und dann habe ich in Zusammenarbeit mit Wolfkraft auch mehrere Sets verlost und die möchte ich natürlich jetzt auflösen. Wenn du dich gleich hier sehen solltest, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Unten in der Videobeschreibung findest du meine E-Mail-Adresse mit deiner Anschrift. Ganz, ganz wichtig und bitte vollständig. So, ich habe jetzt hier ein Laminat-Designboden-Verlegeset. Ganz, ganz toll. Ich würde sagen, den Gewinner, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Danach haben wir hier ein Laminat-Designboden-Anpass-Set. Auch ein richtig, richtig tolles Set und ist natürlich unverzichtbar, um beispielsweise Laminat oder Klick-Vinyl zu verlegen. Auch mit einer tollen Konturen-Schablone, 90-Grad-Winkel. Also ist wirklich ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch dir. Dann für mich persönlich mein Favorit. Zack, und das ist hier ein Sockelleisten-Anbring-Set. Darüber gibt es auch ein extra Video. Richtig, richtig tolles Tool für Sockelleisten. Ihr braucht dann nämlich diese 90-Grad-Verbinder nicht mehr, die sowieso meistens nicht passen. Könnt ihr einstellen beliebig. Darüber gibt es auch ein Video, werde ich immer hier oben verlinken, plus eine Zugsäge oder eine Japansäge und eine Kartuschenpresse. Die ist übrigens auch richtig, richtig cool, denn ihr könnt da eine Silikonkartusche reinlegen und wenn ihr dann fertig seid mit euren Arbeiten, die weglegt, dann kommt vorne nicht mehr so ein Silikon rausgekühlt. Jetzt quasi so einen eingebauten Stopp mit drin und ist ein richtig, richtig tolles Set, finde ich persönlich am besten. Herzlichen Glückwunsch den Gewinner. Und zu allerletzt haben wir hier einen Laminatschneider. Und den brauchst du natürlich auch, um Laminat oder Klick-Vinyl zu verlegen.
den Gewinner herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Für alle Gewinner, die die Sets bekommen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich auf Instagram verlinken würdet mit @MrHandwerk oder @Wolfkraft Deutschland. Ich weiß es nicht so genau. Ich werde euch mal unten alles hinzufügen. Wir würden uns auf jeden Fall riesig drüber freuen, wenn ihr uns markieren würdet. Die gehen dann auf Reisen. Bitte nicht wundern, das kann unter anderem 1-2 Wochen dauern. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel jetzt zu tun. Wie gesagt, es kommen jetzt mehrere Videos online. So, dann könnt ihr jetzt hier einen wunderschönen Tannenbaum, den ihr jedes Jahr verwenden könnt. Ist ein recht einfaches Projekt gewesen, was das einfach, ja, es traten da so ein paar Probleme auf beim Projekt. Also das wird auch die nächsten Tage online kommen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbauen bzw. Zuschauen. Und dann, der Sinn von diesem YouTube-Kanal ist ja, dass ihr alles nachbaut. Und letztens hat mich jemand auf Instagram verlinkt und zwar wurde das große Meerschweinkäfig nachgebaut. Richtig, richtig toll und richtig klasse. Ich blende euch mal jetzt hier ein paar Bilder ein und ich habe mir überlegt, was haltet ihr davon, wenn ihr Lust habt, unten findet ihr meine E-Mail-Adresse, betreff einfach Projekte Mr. Handwerk angeben und dann lasst ihr mir einfach eure Projekte zukommen. Also ganz, ganz wichtig, Projekte, die ihr von mir nachgebaut habt. Die müssen jetzt natürlich nicht 1:1 nachgebaut werden oder sein. Die können natürlich ein paar Abweichungen haben, aber wenn ich euch inspiriert habe in irgendwelchen Projekten, lasst es mich wissen, lasst mir gerne so bis 5 Bilder zukommen und einen kleinen Text, was ihr da gemacht habt, den Namen und natürlich die Erlaubnis, dass ich dann die Bilder hier verwenden darf. Mal schauen, vielleicht werde ich das in den nächsten 5 Minuten mit reinnehmen oder ich mache ein extra Video, weil ich finde es immer ganz interessant, was die Zuschauer dann nachbauen, was daraus kommt und wie sich das Ganze dann irgendwie weiterentwickelt. Besser, schlechter und vielleicht entsteht auch eine komplett neue Idee. Würde mich mal darüber freuen, wenn ihr mir ein paar E-Mails zukommen lässt. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommentar dalassen, was ihr gemacht habt und was oder worin ich euch inspiriert habe. Kommen wir zum Tool des Monats und da wir ja gerade bei Wolfkraft waren, werde ich das Ganze nochmal in Erwähnung ziehen. Und zwar gibt es hier so ein Aufbohrset, so eine Aufbohrhilfe und darüber gibt es jetzt auch demnächst ein Video. Damit könnt ihr beispielsweise, wenn ihr Deckenspots habt oder Löcher in Rigipsplatten vergrößern. Und wer kennt das nicht, wenn ihr dann einen Kreisbohrer habt und ihr habt ein bestehendes Loch, dann könnt ihr diesen Zentrierbohrer, da gibt es ja kein Material mehr, was vorhanden ist, um den Bohrer anzusetzen. Und dafür gibt es dieses Set. Das ist eine Hilfe, die ihr in vorhandenen Loch hineindreht. Und dann habt ihr auch wieder eine Führung für den Bohrer und könnt dann das Loch erweitern, um beispielsweise größere Spots einzubauen. Das Ganze habe ich ausprobiert und ich muss sagen, das ist richtig, richtig cool. Und deswegen ist das für mich Tool des Monats. Und da wir jetzt Winterzeit haben und wahrscheinlich viel zu Hause rumbasteln, umbauen und heimwerken und so weiter und so fort, finde ich das, für mich ist das Tool des Monats und ja, ich freue mich, euch das vorstellen zu dürfen. Dann haben mich viele gefragt, im Hintergrund könnt ihr schon sehen, Abrich Dickenhobel, ob ich damit zufrieden bin, wie ist das Teil, würde ich mir den nochmal kaufen, kriege ich ganz verhäuft nachgefragt auf Instagram, Facebook und hier auf YouTube. Ja, definitiv würde ich kaufen, ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir einen Dickenhobel kaufe von Metabo oder von Makita. Ich bin mir noch ziemlich unsicher. Ihr wisst, ich bin immer offen für verschiedene Hersteller. Ich muss nicht alles von einem Hersteller hier haben in der Werkstatt. Ich probiere gerne mal aus für euch. Ich weiß nicht, habt ihr schon Erfahrung gemacht mit dem Dickenhobel von Makita oder von Metabo? Ich bin ganz zufrieden mit dem Abrichtdickenhobel. Das Video werde ich dir hier oben verlinken. Ein richtig, richtig tolles Teil. Kann ich jedem weiterempfehlen. So, jetzt habe ich schon gerade fast vergessen. Ich hatte im letzten Video 5 solcher Aufbereitungsset Verlust gehabt von Presto. Damit könnt ihr Kunststoffscheinwerfer wieder auffrischen. Zu meinen neuen Glanzverhelfen, die werden ja mit der Zeit so ein bisschen matt. Und das ist quasi so ein Schleif. Ja, Aufbereitungsset. Alle Gewinner blende ich jetzt hier nachträglich ein. Auch ihr habt jetzt 30 Tage Zeit, mir eure Lieferanschrift mitzuteilen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr meine E-Mail-Adresse. Teil mir dann bitte mit, dass ich dann deine Adresse auch weiterleiten darf, damit die Produkte rausgeschickt werden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Ist wirklich ein tolles Tool. Darüber gibt es auch ein extra Video. Ist allerdings schon 4-5 Jahre älter. So, jetzt gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sprechen,
Nur, dass meine Werkstatt mittlerweile aus allen Nähten platzt. Und das gehe ich oder zeige ich euch dann auch in der Werkstatttour, wie ihr hier sehen könnt. Ich zeige euch mal. Die steht voll mit Werkzeug. Und das ist echt so krass. Ich weiß nicht, seid ihr dafür, dass es Zeit wird für eine neue Werkstatt? Was meint ihr? Wie groß ist eure Werkstatt? Teilt es mir mit. Würde mich mal interessieren. Diese Werkstatt umfasst hier ca. 50 Quadratmeter. Natürlich hat die viele Ecken und Kanten und Nebenräume. An sich habe ich quasi eigentlich nur diese Garage hier, wie Steffi immer so schön sagt. Ich würde sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Also ja klar, sehen wir uns, aber das 5-Minuten-Update kommt ja zum 1.1. raus. Genießt die Feiertage, genießt das Weihnachtsfest, genießt einfach die Zeit mit euren Liebsten und natürlich denkt daran an Corona. Ne? Vielleicht, ich will hoffen, dass das neue Jahr ein bisschen reibungsloser abläuft als dieses Jahr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao. Ach ja, es ist noch nicht zu Ende. Wie konnte ich vergessen? Natürlich gibt es auch diesen Monat wieder was bei mir zu gewinnen. Ich möchte an euch einen ganz besonderen Satz verlosen. Und zwar, ihr wisst, die Kenner unter euch wissen, dass das wirklich schweineteuer ist. Ich möchte euch einen Pharmark Fosnabohrer Satz verschenken. Von den Größen 15 bis, ich weiß nicht, 35 ist das Ganze. Ja. Was musst du machen? Einfach Hashtag Pharmark und mit etwas Glück findest du dich dann hier wieder nächsten Monat zum 1.12. Das sind wirklich sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Fosnabohrer. Ich würde sogar behaupten, die besten, die ihr überhaupt bekommen könnt auf dem Markt. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Wie gesagt, Hashtag Pharmark. So, und jetzt abschalten. Ciao.